Dortmund heute Nachmittag im Stadtrat. Sichtlich genießt Siegfried Borchert die mediale Aufmerksamkeit. Er hat es als einziger seiner Partei, die Rechte, hierhin geschafft. Jetzt ist der ewig Gestrige Mitglied in einem demokratischen Parlament. Distanzieren Sie sich auch von nationalsozialistischem Gedankengut? Ich bin nationaler Sozialist und wenn das kompatibel ist, was der Nationalsozialismus gesagt hat, dann ist das in Ordnung. Die Partei des Neonazis erhielt bei den Kommunalwahlen 1% der Stimmen. Weil es bei dieser Wahl keine 5%-Hürde gibt, zog er erstmals in den Dortmunder Stadtrat ein. Ein Affront für alle Demokraten. Das sind Menschen, die praktisch unter den Schlupfmantel von Parteien gekrochen sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt die demokratisch verbrieften Rechte nutzen, um hier zu agitieren. So wie nach der Kommunalwahl vor gut 3 Wochen. Bei der anschließenden Wahlparty versuchten die Rechten, das Rathaus zu stürmen. Mit dabei Siegfried Borchert. Es kam zu handfesten Auseinandersetzungen. Ratsmitglied Christian Gebel steckte mittendrin. Also zunächst einmal haben sie ihre Rufe skandiert und sehr aggressive Gesten gemacht und haben dann versucht, diese Ketten aufzubrechen, die wir gebildet haben. Wir hatten uns ja untergehakt und entsprechend konnten wir uns dann auch recht schlecht dagegen wehren, weil wir unsere Arme ja nicht verwenden konnten. Haben dann einiges an Schlägen und Tritten einkassiert, bis hin zum Einsatz von Pfefferspray und dann ist auch noch eine Flasche geflogen, die habe ich dann abbekommen. Für Experten ist das gewaltsame Auftreten der Rechtsextremen keine Überraschung. Politisch ist diese Partei einzuordnen rechts der NPD. Sie ist eine deutlich offen neonazistische Partei, eine Art Sammelbecken für die gewaltorientierte Neonazi-Szene in Nordrhein-Westfalen. Die gibt es in Dortmund schon seit Jahrzehnten, genauso wie den rechten Terror. So wurde im Jahr 2005 der Punker Schmuddel von einem Rechtsextremen erstochen. Gut ein Jahr später ermordete das NSU-Terror-Trio einen Kioskbesitzer. Siegfried Borchert war mit dem Tag heute zufrieden. Er will die nächsten 6 Jahre Ratsmitglied bleiben, behauptet er jedenfalls.